Unsere Zeitreise geht weiter und es gibt ein Thema, was sich nicht verschweigen lässt in der Verbindung mit der NS-Vergangenheit der Stadt Amstetten. Das sind die Schicksale der jüdischen Mitbürger. Herr Professor Siskowski, wir treffen uns heute im schönen Schulpark in der Stadt Amstetten. Aus welchem Grund? Ich würde gerne zurückgreifen auf das Jahr 1998, als die Stadtgemeinde Amstetten beschlossen hatte, diesen Schulpark, diese Schulwiese in einen Denkmalpark umzuwandeln. Es ist historischer Boden. Schulwiese seit 1873, Kaiserwiese seit 1908, als das Denkmal für Kaiser Franz Josef hier enthüllt wurde. Stalinpark von 1945 bis 1955 und letztlich 1998 Denkmalpark. Es befinden sich hier vier Denkmäler in diesem Park. Natürlich das Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Dann aber auch wurde das Widerstandsdenkmal, das seit 1965 am alten Friedhof gestanden ist, hierher verlegt, 1998. Außerdem steht hier das Denkmal für die sowjetrussischen gefallenen Soldaten, das 1946 enthüllt wurde. Und zuletzt 1998 hier dieser Kreis von 12 Zylindern, der als Judendenkmal im November 1998 durch Vertreter der österreichischen israelitischen Kultusgemeinde, durch Bürgermeister Katzengruber und durch den Schauspieler Wolfgang Hübsch enthüllt wurde. Diesem Denkmal liegt ein ganz besonderes Konzept des Künstlers Norbert Maringer zugrunde. Er hat sich vorgestellt, Stolpersteine zu begründen. Man soll gegen das Verdrängte, gegen das Tabuisierte, gegen das Vergessene anstoßen. Gemeint war es so, dass hier diese 12 Glaszylinder, von denen 10 ermordete jüdische Mitbürger Amstettens auszeichnen, ein Glaszylinder für die israelitische Kultusgemeinde Amstetten steht und ein Glaszylinder unbenannt ist, er steht für die unbekannten Schicksale der Amstettener jüdischen Mitbürger. Vielleicht noch zur Amstettener Denkmalkultur. Es gab seit 1995, also 50 Jahre Gedenken an das Kriegsende, eine Aufbruchsstimmung in Amstetten. Es wurde damals eben ein gebrochenes Hakenkreuz am Marktplatz in einer Ausstellung aufgestellt und wie gesagt in der Folge dieses Projekt Denkmalpark konzipiert und auch verwirklicht. Heute hat es den Anschein, und ich glaube, es stimmt auch, die meisten Amstettener wissen nicht, dass es hier diese Konzentration von 4 großen Denkmälern in Amstetten gibt. Das, was gegen das Vergessen wirken sollte, ist scheinbar, ich sage bewusst scheinbar, dem Vergessen anheimgefallen. Herr Professor, zu unserem heutigen Thema. Wie groß war die damalige jüdische Community in Amstetten, vielleicht vor der NS-Zeit? Ich habe intensive Recherchen geführt über das jüdische Leben in Amstetten und bin auf folgendes Ergebnis gekommen. Insgesamt gab es 66 jüdische Mitbürger in Amstetten. Von denen sind 25, soweit es die Quellenunterlagen aufzeigen, zu Tode gekommen, in der Regel ermordet. Wir wissen nie genau das Todesdatum, aber wir wissen das Datum der Deportation und wir kennen den Deportationsort. Und daraus lassen sich auch die Todesdaten erschließen. Von den restlichen 41 haben 29 überlebt. Sie wurden zur Emigration gezwungen, sie wurden ganz einfach vertrieben. Alle wurden beraubt. Ihres Eigentums gingen sie verlustig.
Von 12 von ihnen wissen wir nicht, wie ihr Schicksal verlaufen ist. Wann hat die Verfolgung der Juden in Amstetten begonnen? Die Verfolgung der Juden und Jüdinnen Amstettens hat bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts begonnen. Die ersten jüdischen Familien sind bereits 1865 und 1868 nach Amstetten gezogen. Es war die Familie Sommer und die Familie Wozzasek. Und in der Folge dürfte Amstetten ein beliebter Anziehungspunkt gewesen sein, denn es kamen laufend neue jüdische Familien, vor allem aus Mähren, aus Böhmen, sogar aus Russland, nach Amstetten. Eigenartigerweise auch zentriert während des Ersten Weltkriegs und unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs. Die letzte jüdische Familie kam 1929 nach Amstetten. Dann war die Zuwanderung gestoppt. Die Gründe waren folgende. Amstetten war ein Zentrum der deutsch-völkischen Bewegung, vor allem der altdeutschen Georg Ritter von Schönerass, mit dem Rassenantisemitismus, der sich vor allem nach dem Ersten Weltkrieg total verstärkte durch den sogenannten Arierparagraphen. Das heißt, Juden und Jüdinnen wurden aus allen Vereinen ausgeschlossen, obwohl sie bis dahin teilweise sogar in deutschnationalen und deutschvölkischen Vereinen Mitglieder waren. Wie zum Beispiel die Familie Wozzasek. Emanuel Wozzasek war Mitglied des Deutschen Turnvereins und Mitglied des deutschvölkischen Männergesangsvereins 1862. Das heißt, sie waren natürlich bereit, auch für das Deutsche einzustehen. Dazu kam vor allem um die Jahrhundertwende 1900 der starke christliche Antisemitismus, der vor allem religiös und wirtschaftlich begründet war, vor allem eines Karl Luegers, Bürgermeister von Wien, eines Leopold Kunczak, Begründer der christlichen Arbeiterbewegung, der zweimal sogar in Amstetten Hetzreden gegen die Juden gehalten hat. Er ist die Fortführung des jahrhundertealten christlichen Anti-Judaismus. Nach dem Ersten Weltkrieg verstärkte sich die antisemitische Hetze gegen die Amstettner Juden und Jüdinnen, die eingelebt waren, die integriert waren in die Stadtgemeinschaft, die assimiliert waren. Es gab fast keine orthodoxe Juden und Jüdinnen in Amstetten. Eher zionistische Juden, also Theodor Herzl-Anhänger, gab es zwei sogar in Amstetten. Also assimiliert, anerkannt in Amstetten. Sie waren Geschäftsleute, sie waren Ärzte, sie waren beliebte Geschäftsleute. Man konnte bei Juden anschreiben. Das heißt, in der Krisenzeit nach dem Ersten Weltkrieg fehlte vielen Amstettnern das Geld. Also sie konnten Schulden machen, sie konnten einkaufen gehen in jüdischen Geschäften und konnten anschreiben lassen, sehr lange oft, das Geld schuldig bleiben. Der Grund in Amstetten war, dass Amstetten ein Musterbeispiel des deutsch-völkischen und des stark aufkommenden Nationalsozialismus war, im Vergleich zu anderen Städten. Gleichrangig kann man sagen, war auch Weidhofen an der Ybbs. Aber wir wissen aus Vergleichen, was die israelitische Kultusgemeinde betrifft, die in Amstetten große Schwierigkeiten gehabt hat, dass zum Beispiel die jüdischen Gemeinden in Burgstall, in Ybbs, in Erlauf, in Wieselburg lange nicht die Probleme gehabt hatten wie die Amstettner jüdische Gemeinschaft, die Amstettner Community. Also das kann man nachweisen. Das zeigt sich auch an einzelnen Beispielen. Zum Beispiel ganz beliebt aus dem jüdischen Alltag war der sogenannte Purimball. Das war eine Art Faschingsfest der Juden und Jüdinnen. Sie gingen kostümiert, sie machten sich gegenseitig Geschenke. Man gedachte an das Überleben unter persischer Herrschaft in der persischen Diaspora. Die Königin Esther hat sie retten können vor der Tötung durch den persischen Statthalter. Dieses Fest wurde in der Regel im März abgehalten, zum Beispiel am 4. März 1920 in Amstetten, in einem Hotel, in einem Hotelsaal.
Dagegen begann die Hetze eines Teils der Amstettner, sowohl der deutschnationalen als auch der christlich-sozialen. Sie wollten keine Judenfrauen, wie sie sagten, im Dirndl sehen. Sie veranstalteten eine Gegenveranstaltung, den sogenannten Anti-Purim-Ball im Gasthof Schillhuber. Und es gelang ihnen sogar, die ganz berühmte Eisenbahnerkapelle, die in Amstetten ja immer wieder mit großem Erfolg auftrat, auf ihre Seite zu ziehen. 400 Gäste fanden sich in dieser Gegenveranstaltung ein. Das war am 4. März 1920. Kurze Zeit später, am 20. März, wurde in Amstetten der Schutzverein, wie es geheißen hat, man musste sich schützen gegen die jüdischen Mitbürger, Antisemitenbund begründet. Und wir wissen, dass er in Amstetten großen Einfluss hatte. An der Spitze standen zwei Politiker, die später das Amstettener Stadtgeschehen stark prägen sollten. Auf der einen Seite als Obmann Wolfgang Mitterdorfer, der später nationalsozialistische Bürgermeister, und an seiner Seite als Obmann-Stellvertreter Hans Höller, der Bürgermeister des Ständestaats und sein größter Gegner in der späteren Zeit. Hier haben sie gegen die jüdische Mitbürgerschaft gearbeitet in diesem Antisemitenbund. An einem Faschingszug in diesem Jahr wurde auch ein Geschäft der wohl größten Familie, jüdischen Familie Amstettens, der Familie Greger, verächtlich gemacht, niedergemacht, indem man auf einem der Faschingswegen eine Figur postiert hatte mit zerschlissener Kleidung und dies als sogenannte Sommerware bezeichnet hat. Sommerware deshalb, weil die Gregers haben das Geschäft am Hauptplatz 36 bis 38 der Familie Sommer praktisch übernommen. Und so wollte man zeigen, dass das nichts wert ist. Dieses Geschäft hieß zur Billigkeit. Warum zur Billigkeit? Jüdische Geschäftsleute haben sehr billige Waren verkaufen können. Es gibt sogar sogenannte Restengeschäfte, also wo Waren angeboten wurden, die zweite Wahl waren, die gebraucht Waren waren. Zum Beispiel eines der Familie Surkin in der Linzer Straße 5. Auch ein Beispiel dafür, wie man gegen die jüdischen Mitbürger damals vorgegangen ist. Die Zeitungen waren willfährig. Die Amstettener Zeitung im Besitz der Familie Kweiser, Karl Kweiser mit C, wurde als Hetzblatt verwendet im Rahmen der nun beginnenden Wahlbewegungen nach dem Ersten Weltkrieg. Dies sollte sich steigern 1936, als der Sohn von Karl Kweiser, nämlich Karl Kweiser mit K, überzeugter Nationalsozialist, im Juli 1936 den Amstettener Anzeiger begründete, der illegal verkauft wurde, mit Duldung der Ständestaatsregierung bis 1938, bis zum Anschluss, und der das größte Hetzblatt in Amstetten gewesen ist. Schriftleiter war Sepp Ramharter. Auf ihn gehen auch sehr viele derartige Artikel zurück. Dieser Amstettener Anzeiger avancierte nach dem Anschluss 1938 zum Parteiblatt der NSDAP Amstetten. Ich möchte aber noch eines vielleicht schon erwähnen. Es gab natürlich auch Akzeptanz der jüdischen Bevölkerung von Seiten von Amstettnern. Meist, muss man sagen, wie in der Geschichte, immer rein personsbezogen. Zum Beispiel war einer der jüdischen Familienmitglieder, der Paul Hirschler, seit 1921 Chorleiter des christlich-sozialen Männergesangsvereins Liederkranz. Seit 1921 hat er sich verdient gemacht, war hochbeliebt in diesem Gesangsverein. Der Gesangsverein war aber Mitglied des Gau-Sängerverbands Ostmark, so hat er damals geheißen, und der hat 1920 den sogenannten Aria-Paragraphen eingeführt. Das heißt, alle Mitglieder mussten sofort jüdische Mitglieder ausschließen. Was geschah an der Gau-Leitungssitzung beim Hotel Hoffmann 1933? Roman Scholz, der Leiter dieses Gesangsvereins, hat sich geweigert,
seinen Chorleiter auszuschließen. Die Konsequenz war, dass der Liederkranz aus dem GAU-Sängerverband Ostmark austreten musste. Aber er konnte seinen jüdischen Chorleiter halten. Das gelang leider nur bis 1937, denn 1936 gab es das berühmte Juli-Abkommen zwischen Hitler und Schuschnigg. Und aufgrund dessen musste auch Paul Hirschler entlassen werden. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel auch eine Geschäftszusammenarbeit. Es gab in Amstetten die Fell- und Häute-Verwertung der Familie Wozasek in der Eckersdorfer Straße. Nebenbei war die Gerberei eines Christlichsozialen, nämlich Johann Prasitsch. Und die haben zusammen gearbeitet, Fellverwertung und Gerberei passen zusammen und haben kein Problem miteinander gehabt, bis beide 1938 von den Nationalsozialisten enteignet wurden. Der eine als Jude und der andere als ehemaliger politischer Gegner des Ständestaats. Auch ein Beispiel, dass man zusammenarbeiten kann. Vielleicht noch ein drittes Beispiel. Vor allem die Großfamilie Greger, die alten Gregers Rosa und Adolf, ich werde über sie noch sprechen, hatten 5 Kinder, 4 Söhne und eine Tochter. 3 der Söhne waren verheiratet mit, es waren Juden natürlich die Söhne, mit arischen, unter Anführungszeichen, Frauen. 2 der Söhne sogar aus nationalsozialistischen Familien. Die eine Familie war die Mutter Ortsfrauenschaftsleiterin, bei der anderen Familie war der Vater sogar SS-Angehöriger. Und bei der dritten Familie war einer der Söhne mit einer Christin verheiratet. Was die Assimilation betrifft, es waren von den Städtner Familien 3 Familien römisch-katholisch getauft, also total assimiliert. Und eine Familie sogar evangelisch getauft. Also da sieht man auch das Bestreben, möglichst sich in die Amstettner Stadtgemeinschaft einzugliedern. Diese Ehen mussten natürlich später alle getrennt werden, weil sie natürlich unter das Prinzip sogenannte Rassenschande fielen und die Ehen mussten praktisch aufgelöst werden. Herr Professor, wo haben sich die Juden getroffen damals? Ja, es gab damals ein Gebetshaus in Amstetten in der Hammerlingstraße 6, die sogenannte Sommervilla, wie sie geheißen hat. Das heißt, ein Besitz der Familie Sommer, die ja 1868 nach Amstetten eingewandert ist. Schauen wir uns das an? Eine gute Idee.